Der Amokfahrer von Münster, er soll psychisch labil gewesen sein. Der Dreifachmörder von Mülrose und Beeskow, auch er war schon vor der Tat mit psychischen Problemen aufgefallen. Ja, und die Liste mit Beispielen von Gewalttaten durch Psychopathen, die ist noch viel länger. Und dabei kann schon der Eindruck entstehen, dass immer erst was passieren muss, ehe auch etwas passiert oder geschieht oder eingegriffen wird durch die Behörden. Gleich sprechen wir darüber mit einem Experten, davor aber Michael Lietz, über die Ohnmacht, die wir häufig gegenüber solchen Tätern spüren. Tauche bei Beeskow. Über ein halbes Jahr lang hat hier ein Zugezogener seine Nachbarn terrorisiert. Betroffen auch Jörg Hönicke. Höhepunkt der Attacken, der offenbar geistig Gestörte, sprengte eines Nachts Hönickes Auto förmlich in die Luft. Hier ist es passiert. Hier hat er mein Auto von hinten kommt, die Scheibe eingeschlagen, hat auf der Rückbank einen Sprengkörper deponiert. Und dann hat das Auto in der Luft gesprengt. Da träumst du davon, jede Nacht. Ich habe öfter unten im Keller gesessen, die ganze Nacht unten und habe mal abgewartet, was hier passiert. Außerdem soll der Mann in seinem Schuppen einen anderen Nachbarn fast zu Tode geprügelt haben. Polizei und Ordnungsamt wussten da schon lange von der Gefährlichkeit des Mannes. Wie viele Anzeigen haben Sie geschrieben? Ich glaube 7. Bewegung in die Sache kam erst, als der evangelische Pfarrer des Ortes Alarm schlug. Er schaltete das Beeskower Landratsamt ein. Kurze Zeit später saß der Angreifer in der geschlossenen Psychiatrie. Bis dahin waren über ein halbes Jahr Angst und Schrecken vergangen. Der Pfarrer sieht Parallelen zu anderen Fällen. So zum Dreifachmörder von Mülrose und Beeskow, der vor einem Jahr erst seine Großmutter und auf der Flucht 2 Polizisten tötete. Auch in Borkheide bei Potsdam trieb ein psychisch Kranker sein Unwesen, tötete seine Mutter. Erst dann wurde er verhaftet. Bekannt ist auch ein Fall aus Wriezen. Hier marschierte ein Mann mit einer Axt bewaffnet, mehrfach in die Sparkasse und zertrümmerte Automaten und Scheiben. Reagieren Behörden in solchen Fällen zu spät oder zu lasch? Das ist das Dramatische, dass wir erst auf den Plan kommen, wenn das Kind erst in den Brunnen gefallen ist. Im Vorfeld sind es die kommunalen Behörden, Landkreise, die kreisfreien Städte, die dort reagieren müssen. Die müssen, wenn sie so einen Fall haben, müssen die einen entsprechenden Antrag stellen beim Betreuungsgericht. Dann würde ein Richter darüber entscheiden, ob ein Mensch eingesperrt wird oder nicht. Schlecht nur, wenn wie in Tauche die Behörden ihre Informationen untereinander nicht austauschen. Da hätte ich mir schon gewünscht, Ordnungsamt, Polizei, Landkreisverwaltung, sozialpsychiatrischer Dienst, dass sie unterschiedlich miteinander im Gespräch sind und gemeinsam überlegen, was können wir jetzt für die Bürgerinnen und Bürger tun. Der Täter sitzt derzeit in der geschlossenen Psychiatrie. Und dennoch scheint in seinem Heimatort Tauche die Angst umzugehen, dass der Mann eines Tages wieder nach Hause kommen könnte. Und aus unserem Studio in Frankfurt an der Oder ist uns jetzt der Sprecher der Brandenburgischen Psychiatrischen Kliniken zugeschaltet. Guten Abend, Ulrich Niedermeier. Guten Abend. Herr Niedermeier, kommen wir doch gleich zu der entscheidenden Frage. Muss eigentlich immer erst etwas passieren, um die Psychiatrie bzw. in den Maßregelvollzug eingewiesen zu werden? Nein, ich denke nein. Weil die meisten Patienten, die sich in stationärer psychiatrischer Behandlung befinden, ungefähr in Brandenburg sind das 50%, sind freiwillig da. Ungefähr 5%, das wechselt von Jahr zu Jahr, sind gegen ihren Willen da, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Passieren muss üblicherweise nichts, also keine Gewalttaten vorher, damit jemand in die Psychiatrie kommt. In dem Vorspann, den Sie ja gezeigt haben, ist sicherlich einiges aus psychiatrischer Sicht schief gelaufen. Das hätte natürlich viel besser und viel früher geregelt werden können. Ich glaube, das ist unstrittig. Über den sozialpsychiatrischen Dienst. Ja, vielleicht können wir da noch mal einhaken. Also das ist unstrittig, das kam, glaube ich, auch im Beitrag ganz gut rüber. Aber trotzdem noch mal die Frage, weil man ja immer wieder von solchen Fällen hört, sind da auch vielleicht die Gerichte zu lasch und entscheiden im Zweifel eher gegen eine stationäre Einweisung? Wie ist da Ihre Erfahrung? Ja, zu lasch, das ist so ein genereller Vorwurf. Zu lasch würde ich nicht sagen, punktuell denke ich manchmal ja. Ich denke mal, in den beiden Fällen, die da gezeigt wurden, war es eher nicht gut für den Vorgang, dass die Gerichte und die Staatsanwaltschaft über die Einzeltaten sehr spät erst wusste darüber. Üblicherweise ist es so, wenn der Verdacht auf eine psychische Erkrankung bei einer begangenen Straftat, und es gab da ja mehrere, vorliegt, greift die Staatsanwaltschaft ein und es erfolgt dann, wenn sich dieser Verdacht härtet, üblicherweise die Einweisung in eine forensische Klinik, also in eine geschlossene Psychiatrie hier in Brandenburg.
Wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Nachbarschaft den Verdacht habe, da könnte einer solche Probleme haben und es könnte gefährlich werden, wann ist denn da der Zeitpunkt erreicht, dass ich da mal aufmerksam mache und die Behörden informiere? Woran erkenne ich das überhaupt? Naja, die meisten psychisch Kranken sind ja, wie Sie auch da schon beschrieben haben, sie werden ja irgendwie auffällig. Und wenn die auffällig werden durch Reden, durch verschiedene Handlungen, dann ist es sinnvoll, immer den sozialpsychiatrischen Dienst, mein zuständiges Gesundheitsamt, zu informieren. Der sozialpsychiatrische Dienst wird informiert und macht aufsuchende Tätigkeit und entscheidet dann, ob eine Einweisung dieses Patienten gegen seinen Willen notwendig ist oder nicht. An sich ist das alles gut geregelt. Jetzt muss es nur noch gut umgesetzt werden in der Praxis. Muss gut umgesetzt werden, vielen richtig. Dank, Ulrich Niedermeyer, der Sprecher der Brandenburgischen Psychiatrischen Kliniken und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum Frankfurt an der Oder. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.